Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Phoenix Rising. Jo, ihr seht's ja, mein Look hat sich leicht geändert, beziehungsweise ich habe mich entschieden, alles dann so ein bisschen auf rot zu machen, auf feurig sozusagen, auch mit meinem Pferdchen, wenn ich das hier rufen kann. Ich wollte es eigentlich rufen, habe aus Versehen einen Drang genutzt, auch clever. Jo, und habe jetzt doofe Blätter um mich rumfliegen, traumhaft. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Habe ich echt vergessen. Achso, genau, ich bin hierher gereist und habe mich entschlossen, dieses Gewölbe hier zu machen, dass wir uns das mal ansehen. Das müsste das hier vorne sein. Der Standort des Gewölbes lässt eigentlich darauf schließen, dass es wahrscheinlich kein leichtes Gewölbe sein wird. Aber jo, werden wir das mal im heutigen Part abschließen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ist es überhaupt hier? Wo ist es überhaupt? Das ist die andere Frage gerade. Achso, ist weiter unten. Okay. Wo ist denn das Ding? Oh Gott. Das ist natürlich auch geil, wenn ich nicht... Achso, nee. Hä? Jetzt ist nochmal weiter oben. Oh, was mache ich denn da? Hätte ich müssen irgendwo eine Tür einfach reinlaufen, oder? Ja, das fängt ja schon super an. Hä? War es jetzt doch hier auf der Ebene? Ich weiß es nicht. Wo ist es dann jetzt? Ach, hier vorne oder was? Keine Ahnung, ey. Ja, wahrscheinlich hier vorne. Alles klar. So, da müssen wir irgendwie rein zu dem Gewölbe und wahrscheinlich komme ich da gar nicht mehr so einfach hin, oder was? Ich weiß es jetzt überhaupt gar nicht mehr. War ich hier mal? Da ist noch so ein leichtes Rätsel zu lösen, dass man da reinkommt, oder was? Zwei leichte Gewichte müssen man da drauf bringen. Das sollte man doch irgendwie hinbekommen, nehme ich doch mal stark an. Hätte ich jetzt gesagt. Komme ich da sonst gar nicht? So irgendwie da oben drauf. Ist da oben vielleicht schon irgendwas, was ich als Gewicht benutzen könnte? Nein. Komme ich da sonst irgendwie rein? Auch nein. Oh, das ist ja super. Habe ich mir direkt mal das richtige Gewölbe hier ausgesucht. Gut, einmal haben wir halt den Phosphor, den ich nutze. Oder hier meine Statue, meine heißgeliebte. Und ansonsten bräuchte ich noch ein zweites Gewicht. Achso, das kriege ich vielleicht hier durch die Säulen. Auch nicht, kriege ich nicht umgehauen. Oh. Baumstamm könnte helfen, alles Mögliche könnte jetzt helfen. Ach so, Baumstamm könnte helfen. Da sehe ich doch was. Ja, aber kein... Ich wollte gerade sagen, was ist das da unten? Bin ich jetzt echt so blöd, da ein Gewicht irgendwo herzubekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich hat es einfach nur auf dem Weg schon gelegen. Irgend so ein blödes Gewicht. Also wie gesagt, einmal haben wir Phosphor und sonst habe ich nichts oder was? Was, wenn ich hier weiter hochrenne? Was ist eigentlich mit meinem Pferdchen? Warum? Holt ihr... Ach, ich bin so blöd, das ist noch die Steuerung von einem anderen Game, sorry. Ich wollte gerade sagen, warum holt ihr nicht das Pferd raus? Okay, alles klar. Weil mit LB und dann nach unten drücken ist halt nichts. Das bringt mir halt gar nichts, sozusagen. Nee, ich brauche noch irgendwoher ein blödes Gewicht. Oh, Mann, ist das nervig. So, das war, ist natürlich jetzt echt blöd. Blöd gelaufen. Wenn es so schon anfängt, dann kann das ja nichts werden, ne? Es war so geil, die letzte Folge. Haben wir so coole Sachen da erledigt bekommen. Jetzt liegt es daran, dass ich kein Gewicht finde. Wie zum Beispiel so ein Baumstamm hier. Das sollte doch jetzt einer sein, den ich da umnieten kann. Ja, ist auch so. Bleib bitte bei mir. Sehr schön. So, den werfen wir jetzt nicht rum oder so. Holen den mit. Soll das wirklich so sein, dass ich die Baumstämme dorthin, mit den Baumstämmen dorthin laufe? Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich, ne? Mal schön zwei Verteidigungstränke umsonst geschluckt. Aber ja, was soll's. Und wenn ich jetzt den Baumstamm werfe oder ablege, zerbricht er wahrscheinlich noch. Ich kenne mein Glück und dann muss ich die Aufnahme hier neu starten, dann ist mir zu blöd. Dann lasse ich das nicht drauf, ey. Dann denkt ihr noch, ich bin völlig bekloppt geworden. So, das sieht doch gut aus. Da war doch ein... Hä? Oh Gott. Oh, nee, ist nicht wahr, oder? Also, ihr könnt es euch einfach machen. Ihr könnt einfach hier hinrennen und einen Baum umkloppen. Oh Gott, bin ich dämlich. Hä? Doch nicht. Okay, ich bin doch nicht so dämlich. Egal, komm. Jetzt setze ich hier meinen Phosphor drauf. Das war's. Und rein da. Da liegt doch... Hä?
Was soll denn das? Wie die stehen dann hier rausholen sollen? Keine Ahnung, ey, was die da von mir wollen. Egal. Wir sind irgendwie hier angekommen. Ihr seht's ja, es gibt verschiedenste Lösungsmöglichkeiten, ganz sicher. Wenn es bringt irgendwo von sonst woher irgendein Steinchen dorthin. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist wieder eine Arena. Ich glaube ja nicht. Aber wäre ganz geil. Arena, Arena, Arena. Ich habe viele Arenen übersehen. Nein. Was? Das Meistern des Phosphor-Klons. Alles klar. Also war das schon ganz richtig, dass man hier der Phosphor-Klon nutzen sollte. Da hinten ist wohl auch noch was. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das Meistern des Phosphor-Klons. Klingt ja mal spannend. Achso, jetzt kann ich den hier aufstellen, dass ich dann... Achso, genau. Dass ich da hinten drauf kann, dann den Phosphor-Klon auflösen. Genau, und dann fährt das Ding hoch. Und dann werfe ich ihn einfach hier gegen die Wand, zerstöre ihn sozusagen. Genau. Dann kriege ich hier eine Kiste, die ich dann wie nutzen kann, indem ich hier runterjumpe. Achso, und dann habe ich da hinten... War das... Nein, das war nicht richtig. Oh mein Gott. Ja gut, ich konnte es nicht werfen. Wie mache ich das dann mit dem Phosphor-Klon am besten? Achso, klar. Mehr logisch. Oh, wie doof. Also die Rätsel habe ich ja alle schon mal in schwer gelöst sozusagen. Also nochmal... Eigentlich kann ich den Kram hier sogar ohne Phosphor-Klon machen. Müsste eigentlich gehen, indem ich jetzt da so rüberbrettere. War das zu ambitioniert? Es war zu ambitioniert. Ah, Monty. Es war zu ambitioniert. Oh Gott. Oh. Ach, ja. Einfach mit Phosphor-Klon spielen. Dann oben. Ach. Oh mein Gott. Es ist so einfach. Oh, da stellt er sich an, da stellt er sich an, mein lieber Mann. Also, Phosphor-Klon hier draufstellen. Ja, und deswegen hat er mir auch ganz am Anfang da diesen Stein angeboten. Also jetzt, wo man die Tür da geöffnet hat, und dann lag hier der Stein da, weil ich es natürlich mit Phosphor-Klon öffnen sollte. Dann kann ich den Stein... Ach so, ja. Ich stelle mich... Ach, jetzt habe ich es gerafft, was die da von mir wollten. Ich hätte es sollen, gar kein... Baum suchen oder so. Moment, hier kriege ich einfach nur... Kann ich einfach nur die Kiste resetten, ne? Ja. Ne, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich hätte mich da draufstellen müssen mit meinem Eigengewicht auf die eine Plattform und mit dem Phosphor-Klon auf die andere Plattform und dann hätte ich einfach den Stein anziehen können und dann den Stein auf die andere Plattform legen und dann hätte ich können hier das Gewölbe betreten. Deswegen Meistern des Phosphor-Klons. Ja, da hätte ich können, hätte ich keinen Baumstamm oder ähnliches gebraucht. Aber ja, so ist es auch okay. So, jetzt können wir das hier machen und hier den Phosphor-Klon drauf. Und dann kann ich hier hinten wahrscheinlich die Kugel holen, die wir dann hier vorne einlösen müssen. Nehme ich mal stark ein, an. So, sehr geil. Es scheint wohl auch so zu sein, dass hier nichts sich neu resettet, wenn ich jetzt den Phosphor-Klon vorne wieder irgendwie auslöse oder so. Also bei einem neueren Rätsel dann auslöse. Das Problem hat man ja manchmal gehabt. Huiuiui, das war knapp. So, erstes Teilrätsel gelöst. Aber wie ich schon mal gesagt habe, wenn man durch New God gegangen ist, sind diese Rätsel hier allesamt relativ einfach. Behaupte ich mal. Haben ein ganz anderes Niveau, aber ich bin mal gespannt, ob ich da vielleicht gleich was ganz anderes sage. So. Hier könnte ich ja einfach rüberfliegen, oder? Mach ich mal. Wahrscheinlich ist das wieder nur Quatsch, den ich da abziehe. Ja, ich muss irgendwie da ein schwereres Gewicht reinbringen. Könnte ich rein theoretisch ganz bis zum Ende fliegen? Will ich das machen? Nee, komm, ich will auch mal wieder ein Rätsel normal abschließen. Also hier haben wir was für Möglichkeiten. So, ein leichteres Gewicht, das ich hier reinwerfen kann, das hoffentlich nicht weit genug fliegt. Liegt noch schön da hinten rum, sehr schön.
So, jetzt gehen wir da hin, können das mit Phosphor-Klon und dem Gewicht und unserem Eigengewicht dann vielleicht regeln, was auch immer wir auslösen müssen. Ah, das, okay. Jetzt ist die Frage, ob wir den Stein dort oben brauchen. Das könnte jetzt sein. Das werden wir gleich sehen. Also, Phosphor-Klon muss ich wieder... Kann ich wieder auflösen? Mache ich jetzt mal nicht, weil ich mal wissen will, was da abgeht. Ne, da geht es einfach nur weiter, oder was? Okay, wir brauchen den Stein nicht, alles klar. Alles cool. Doch, den Stein könnte ich hier hinten gebrauchen. Dann könnte ich das Rätsel abkürzen, eventuell. Kriege ich den Stein darüber? Der könnte mir dann schon helfen, eigentlich. Wenn ich den da drauf werfe oder so, das ist... Alles nochmal zu kompliziert gedacht. Lassen wir es einfach mal so. So, hier haben wir jetzt eine Kugel, die wohin soll? Keine Ahnung. Könnte ich jetzt darüber ballern? Was ist mit der Kugel da? Ich weiß gar nicht, wo die hin soll. Danke, Spiel. So, hier schweres Gewicht irgendwie. Da oben können wir irgendwas auslösen, was auch immer. Kann ich ja ganz normal einfach hin. Schon mit meinem Doppel-Dreifach. Oh, ich bin so blöd. Ich bin nicht mehr im DLC. Merkt ihr das doch mal? Oh mein Gott. Ja, jetzt, ich hab's vercheckt. Ich hab gedacht, ich hätte einen Dreifach-Doppel- was weiß ich was Sprung. Ich wollte da noch ein bisschen springen. So, also nochmal ganz kurz. Hier können wir die Kugel auslösen. Die Kugel, die ich wo auch immer brauche. Da auf der anderen Seite wahrscheinlich. Da kann ich das so runter... Ja, was ist da eigentlich auf der anderen Seite? Oh. Ey, glaubt ihr mir's? Ich werde noch bescheuert. Jetzt bin ich da an der blöden Plattform hängen geblieben. Ja, fall mal eine Runde. Oh. Also manchmal habe ich so voll... Also so Dinge drin, da mache ich irgendwie nur noch Blödsinn. Es hat so schön geklappt, die letzte Folge. Ich habe da unten was gesehen, keine Ahnung, was ich da sehe. Ja, also das brauchen wir, um die Kugel hier hinzubekommen. Wir müssen irgendwie das hier senken, das Ding. Da hinten ist dann noch eine weitere Kiste. Doch, eine Kiste. Brauche ich auch ein schwereres Gewicht dort vor Ort. Kann ich jetzt mit verschiedensten... Also die verschiedensten Plattformen hier auslösen, wenn ich hier einen Phosphor-Klon draufstelle oder was? Ah, da könnte ich so eine Kugel hin und her fahren oder sowas. Genau, jetzt könnte ich die Kugel da drauf fahren und dann Phosphor-Klon wieder zurück. Achso, und da könnte... Ah. Naja, alles klar, das habe ich jetzt auch gecheckt. Nur wie kriege ich... Achso, und wenn ich dann... Hä? Wie kriege ich das dann hin, dass die... Plattform dann zu mir gefahren kommt. Muss ja auch irgendwo funktionieren. Da schon mal nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Also ich muss die Kugel hier vorne drauf schieben. Das schaffe ich, indem ich das Ding hier rüberfahren lasse. Was ist, wenn ich hier drauf drücke? Kommt dann... Fahren? Ah ja. Nee, doch nicht. Dann fährt das Ding hier nur... Fährt ganz rüber. Aber das Ding hier kommt ja nicht ganz rüber. Kann ich den dann rüber kicken oder sowas? Ranziehen wird auch nicht funktionieren. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was sie da von mir wollen. Also bis dorthin wird es wohl richtig sein. So, also machen wir das jetzt mal. So, Kugel da drauf schieben. Wir müssen das halt umgehen, das mittlere Teil hier. Das wird dann wohl später erst funktionieren, schätze ich. Dass man das da irgendwie rüberschieben können, wie auch immer. So, ich gehe mal da hinten drauf. Was passiert da? Da wird die Tür geöffnet, oder was? Gut, kann ich ja jetzt mal machen, weil das Ding soll eh ein Stück rübergefahren kommen. Okay. Ich wollte gerade sagen, fährt er jetzt ganz rüber? Nee, macht er nicht. Gehen wir mal da hin, was da los ist. Hier kann ich ja auch irgendwas... klicken oder machen. Ah, doch, kann ich. Dann kriege ich einen Stein. Der hilft mir ja schon mal. Und hier müssen wir die Kugel hinbringen. Dann würden wir hier das Rätsel lösen. Okay. Soweit, so gut. Stein hilft mir ja schon mal.
Eventuell, wenn ich es jetzt auf beide Plattformen lege, dass das Ding rübergefahren kommt. Das könnte ja sein, dass das schon die Lösung ist. Und Stein brauchen wir auch hier oben, um schweres Gewicht zu erzeugen. Nee, passiert leider nicht. So, hole ich mal den Stein hier hoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Keine Ahnung. So, Steinchen, leg dich mal hier hin. Ah, ist schon schwer genug, um... Was? Ne, ist nicht schwer genug. Jetzt schwer genug, um was auszulösen? Jetzt fährt die Plattform runter. So könnte man das ganze Rätsel hier lösen. Aber nicht das Rätsel hier. Was ist da hinten noch? Wäre es vielleicht doch richtig gewesen, hier noch drauf zu gehen? Löst es gar nichts aus, wenn ich zwei Sachen hier drauflege, möglicherweise? Ich weiß nicht, was es auslöst. So, was ist das jetzt hier? Auch wieder ein Steinchen. Wenn ich die Steine ja schon mal da unten habe, hilft mir das schon mal immens. So, werfen wir das Ding also mal darunter. So, legen wir das mal da drauf. Und vielleicht hier den Phosphor klonen, dann fährt er vielleicht weiter, hoffe ich. Was soll das? Ach so, nee, so kommt das Ding hier überhaupt runter. Okay, alles klar. Ach so, es könnte sein, dass das erste hier einfach nur stimmt. Das könnte ein Fake sein, weil hier kriege ich es ja rüber gefahren. Ja, ich muss es mir ja gar nicht so kompliziert machen, fällt mir gerade mal auf. Clevererweise. Jetzt habe ich ja zwei Steine, die kann ich dort oben hinlegen. Dann wird die Brücke hier aktiviert. Ich kann ganz gemütlich meine Kugel da eventuell rüberschieben. Ach so, die ist vielleicht auch dafür. Ist das wahr jetzt? Oh Gott, Mann, Monty, Alter. Ich muss mal kurz weg. Naja, ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt kenne ich auch meinen Fehler. Und zwar, ja genau, die Brücke reicht ja gar nicht aus, um die Kugel komplett rüberzuschieben. Also muss ich dafür sorgen mit meinem Phosphorklon hier, dass ich die Kugel hier über die Brücke dann rüberfahren kann. Dann bin ich hier an der Stelle. Hier muss ich dann den Phosphorklon an der Stelle platzieren, um die Kugel hier rüber zu bringen. Dann lochen wir sie hier hinten ganz gemütlich ein. Auch wieder Phosphorklon hier anwenden. Und dann kann ich die Truhe dort öffnen. Alles klar, soweit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Es war eigentlich nicht so schwer. Wie so oft. Aber ja, man muss es halt checken. Ist ein bisschen verwirrend da mit dem ersten Brückenteil da, weil man auch denkt, oh, das muss ich jetzt da so irgendwie rüberfahren. Aber dem ist nicht so. So, jetzt sollte ich mich vielleicht mal halbwegs konzentrieren und keinen so krassen Blödsinn machen. Also der Doppelsprung hilft hier natürlich auch, weil er, nicht der Doppelsprung, sorry. Also hier der Spaß mit Ares Speerspitzen da oder wie es heißt. Weil damit kann ich natürlich hier auch ein bisschen abkürzen. Wir mussten nicht alles so kompliziert jetzt machen. So, das Gewicht von dem Metallsteinchen da sollte auch reichen, wenn ich es jetzt mal ordentlich fange. Sehr schön. Und jetzt legen wir das ordnungsgemäß hier ab. Sollte vom Gewicht her reichen. Genau, das Ding fährt runter auf die Ebene. Sehr schön. Jetzt setzen wir den Phosphorklon an die Stelle hier. Hier links, das können wir komplett ignorieren. Das war nur für das sekundäre Rätsel praktisch, um überhaupt an den Stein ranzukommen. Jetzt schieben wir die Kugel hier so ein Stück weiter. Und dann haben wir das ganze Ding hier, glaube ich, sogar schon gelöst. Muss ich ja die Kugel wieder resetten, den ganzen Spaß wieder machen, schon klar. Aber machen wir dann. So, jetzt setzen wir den Phosphorklon hier drauf. Das Ding fährt hier rüber. Wir gehen uns die Kugel abkassieren, lösen den Phosphorklon auf. Müssen ein bisschen geschickt agieren. Das kann jetzt alles noch ein bisschen in die Hose gehen, sage ich mal. So, Phosphorklon darf hierher kommen, dann fährt er rüber.
Ja, ist doch ganz cool. Gut, ich könnte noch die Kugel rüber kicken, da müsste ich sie nicht rüber fahren. Aber ist die Frage, ob das wirklich besser funktioniert. Das glaube ich sogar fast nicht. Das könnte auch in die Hose gehen. Ich sehe nichts. Danke, Spiel. Oh, Alter. Okay. So, ich würde sagen, wir fahren zuerst die Kugel hier rüber oder rollen sie rüber. Balance, 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 Balance. Sehr schön. So, jetzt gehen wir den Phosphortausch machen. Oder hier Phosphor-Klon, so rum. Zerbricht die Kugel? Das könnte jetzt noch sein. Das ist ja so eine zerbrechliche Kugel, das Ding da. Oder kann ich die einfach da runterkicken? Ich hoffe doch. Die Frage ist, ist hier unten irgendwas? Ich gucke mir erstmal kurz an. Nö, ich kann sie wahrscheinlich einfach runterkicken, ne? Und dann kriegen wir wahrscheinlich eine neue Optik. Gucken wir doch einfach mal. Und kicken das Ding mal hier runter. Komm, Spiel, sei fair, bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt zerbrochen wäre, wäre auch echt irgendwie so sehr demotivierend mies gewesen. So, sehr schön. Helm des Tartaros-Schatten. Neue Ausrüstung. Ist das nicht sogar das, was hier dazu passt? Krass. Also auch komplett neue Ausrüstung. Aha, plus 30,5% Schaden in Gewölben des Tartaros. Das ist nicht schlecht, so für Arena-Kämpfe und so. Das ist, ja, kann man schon gebrauchen und sieht vor allem auch cool aus. Habe ich das dann optisch auch, das Ding zur Verfügung? Müsste doch eigentlich, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Normal die Grundausrüstung habe ich dann doch auch optisch zur Verfügung, genau. Was mache ich da? Hallo? So, ich habe mich verklickt. So, und jetzt zeigen wir es an. Kann man machen. Ich lasse es jetzt mal so für den Moment. Ja, doch, geht eigentlich. Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Laufen wir mal so rum. Warum nicht? So, dann die Kugel resetten, den ganzen Spaß wieder machen. Weil es so super viel Spaß gemacht hat. Da vorne müssen wir wieder unseren Phosphorklon draufsetzen, dass das Ding hier bloß rüberfährt. Sehr schön. Hier Kugel rüberfahren, also Kugel resetten, Kugel rüberfahren. Jo, ging ja. Echt cool. Wie gesagt, für die Arenen ist das auch ein durchaus geeigneter Helm. Kann man auf jeden Fall machen. Man hat keine also dass man irgendwelche Schadenszahlen oder ähnliches erreichen muss. Nein, man kann es einfach machen. Ja, und da war das doch auch heute doch wieder halbwegs erfolgreich. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber ja, ich kann auch nicht verlangen, dass man jedes Gewölbe da einfach immer so easy peasy wegrocken. Am Anfang habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, aber da ist man auch immer so irritiert, weil man immer denkt, ja, so Gewichte, die werden jetzt da irgendwo in der Nähe rumliegen. Und dann gehst du sie halt holen, dann läufst du halt die ersten 10, 20 Meter und merkst, oh, da ist nichts. Und dann läufst du doch nochmal weiter, weil du denkst, komm, ich mach mal's leicht. Und dann findest du keine Gewichte da, um überhaupt hier ins Gewölbe zu kommen. Und dann sieht es halt irgendwie so beim Zuschauen echt blöde aus, gebe ich zu. Aber ja, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nur noch hoch, bitte. Ja, aber es sieht doch optisch schon mal ganz nett aus. Jetzt sind wir so ein bisschen böse unterwegs. So leicht, wie es halt in dem Game halt möglich ist, sage ich mal. Hier haben wir auch wieder eine Kiste. Da ist aber nur so Krempel drin. Und dann halt noch unser Blitz. Charon-Münzen. Ja, da können wir auch noch was machen. Ich gucke noch ganz kurz, dass wir auch wirklich hier alles. Ups, dass wir auch wirklich alles hier gefunden haben. Ja, sehr schön. Sehr, sehr nice. Und da gibt es unser Blitz. Jo, und da würde ich auch sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Den Rest kennen wir, wir fliegen raus und so weiter. War absolut wieder in Ordnung, hat mich gefreut, hat richtig Laune gemacht. War echt ein cooles, also jetzt muss ich schon sagen, wirklich, wenn man
hier ein neuer Gott gewöhnt ist den DLC und spielt jetzt diese Gewölbe hier, machen die Gewölbe hier, die Rätsel hier, machen mir mehr Spaß. Die sind vom Niveau her deutlich einfacher und sind für mich dann angenehmer zu spielen. Das muss ich schon sagen. Also New God hat mich da echt geformt. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, und ja, dann wünsche ich euch einen schönen, das habe ich eben gemeint, hier Phosphorklon. Ich stehe selbst hier vorne, hier hinten ist der Phosphorklon und dann, um mein eigenes Gewicht auszugleichen, ziehe ich das Ding an und stelle es hier drauf. Fertig. Und da kann ich reinlaufen und muss keinen Baum suchen gehen und so ein Kram. Ja, nee, hat mir echt nochmal massiv Bock gemacht. Die Dinger hier machen echt Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und ja, habt einen schönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao.